Kokosnuss feiert ja Geburtstag. Dass das jetzt 20 Jahre geworden sind, ja, ist ja schön. Aber viel kann ich dazu auch nicht sagen. Ich schreibe halt so vor mich hin und mir fällt immer was ein. Ne? Die Zusammenarbeit mit Ingo Siegner ist schlichtweg zauberhaft. Das ist echt was Besonderes. Freut mich sehr. Aus Verlegerinnensicht ist der kleine Drache Kokosnuss eine ganz besondere Reihe. Es ist absolut das Herzstück unseres Kinderbuchprogramms. Und nur wenige Kinderbuchreihen schaffen es, so erfolgreich zu werden wie diese Reihe. Und vor allem ist das Schöne, dieser Erfolg ist von Kindern gemacht. Ich lese ja schon seit 25 Jahren oder so Hörbücher und auch ganz viele Kinderhörbücher. Aber es war noch nie so, dass ich bei einer Reihe so lange so positive Rückmeldungen bekommen. Zeichne ich mal mich selbst, wie ich mich vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren gezeichnet habe, wenn ich das noch hinkriege. Ich versuche es mal. Vor 20 Jahren hatte ich natürlich noch eine echte Haarpracht. So, das war, sagen wir mal, 2000. Wie ist der Kokosnuss entstanden? Das war, kann ich noch ziemlich genau sagen. Da war ein Junge aus der Nachbarschaft, der hatte Geburtstag und dem habe ich eine Geschichte geschenkt. Ich wollte dem irgendwas schreiben. Ich habe damals, das war in den 90er Jahren, da habe ich öfter mal Geschichten erfunden für Kinder. Und weil ich so ein bisschen zeichnen kann, nicht so besonders, aber einigermaßen konnte ich damals, habe ich dann immer Bildchen dazu gezeichnet. Dann habe ich die zusammengetackert und verschenkt. Und da war eben mal eine Geschichte dabei, der kleine Drache Kokosnuss, der trifft einen Wal. Das war eine kleine Geschichte, die ich geschrieben und ich glaube handgeschrieben sogar und illustriert habe. Weil die mir so gefiel, habe ich die Geschichte dann kopiert. Das Original hat der Junge zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, der wurde 6 oder 7 oder so. Und die anderen Geschichten, die habe ich dann bei Gelegenheit verschenkt. Und das ist dann mal einem Literaturagenten in die Hände gefallen, zufällig. Und der hat mich dann angerufen. Und so ist das dann losgegangen. Warum denn Kokosnuss Kokosnuss heißt, weiß ich nicht. Ist mir so eingefallen damals. Ich fand den Namen lustig. Ja, warum heißt er nicht Banane oder Himbeere? Weil Banane und Himbeere hört sich eben nicht so zackig an. Irgendwie nicht so mutig, nicht so witzig oder so. Ne? Also stell dir mal vor, ich meine, du heißt Banane, ist ja auch nicht so schön. Wie heißt du? Banane. Also das ist ja nicht so gut. Ne? Kokosnuss passt schon gut. Ich mochte den Namen von Anfang an sehr, sehr gerne, von Anfang an sehr. Und auch als Erwachsener hatte ich von Anfang an die Assoziation an den Film der Monty Pythons, die Ritter der Kokosnuss. Und das passte auch irgendwie zur Figur und zu den Geschichten, denn auch in allen Kokosnussgeschichten spielt der Humor eine nicht unbedeutende Rolle. In diesem Raum entstehen meine Bücher. Hier schreibe ich und illustriere. Also hauptsächlich sitze ich eigentlich hier an diesem Schreibtisch und zeichne. Kokosnuss liest ein Buch. Also male ich den kleinen Drachen Kokosnuss, liest ein Buch. Das ist echt schwierig, weil er so eine riesige Nase hat. So, die Nase ist dann im Buch, ja, und dann müssen aber die Arme, also das müssen die Arme so lang sein, dass sie das Buch auch noch halten können. Nun hat er aber nicht so lange Arme, ja. Die Kinder sagen auch immer zum Beispiel auf Lesungen, der kann sich ja gar nicht die Zähne putzen, weil der kommt ja gar nicht an seinen Mund ran mit den Armen, ne, und dann male ich eben eine Zahnbürste, die total lang ist, dann kommt er da schon ran irgendwie, ne. So spiele ich eben immer mal ein bisschen rum und da sieht man halt auch ein bisschen, wenn ich für ein Buch zeichne, neue Figuren, neue Szenen, übe ich auch immer viel. Nehmen wir mal an, eine Figur soll jetzt ängstlich sein. Ja? Wie zeichne ich denn das, dass die Figur ängstlich ist? Wie kriege ich denn das hin? Das weiß ich. Inzwischen zieht es vielleicht so ein bisschen den Kopf ein oder ist so ein bisschen so die Schultern so und guckt so. Ja? Und oft ist es so, meine Frau hat mir das gesagt, man sieht dir manchmal an, was du da gerade zeichnest. Weil du sitzt dann da, zeichnest, machst dann so.
oder mach so. Ja, also wenn der Beutelteufel in dem Australien in der Geschichte so, dann mache ich das, sitze ich dann da und mache so, und dann zeichne ich das auch so ähnlich. Ne? Vielleicht wie so Schauspieler, die üben das auch wahrscheinlich so. Ne? Offen gesagt, wenn mir in einer Geschichte was, wenn ich eine gute Idee habe. Ich schreibe irgendein neues Abenteuer, wie jetzt Kokosnuss in Australien. Und wenn ich dann eine gute Idee habe und die schreibe ich dann auf und dann lache ich dann manchmal selber beim Schreiben. Das ist eigentlich das Schönste an dem Beruf. Lebendiger ist, wenn ich auf der Bühne stehe. Was glaubt ihr, was das ist? Ein Ei. Ein Ei. Und wer ist da drin? Da ist Kokosnuss drin. Wenn die Kinder dann lachen oder die stellen irgendwelche Fragen oder die bringen mich so ein bisschen aufs Glatteis mit ihren Fragen und so. Und dann merken die, oh, der kriegt das auch nicht so richtig auf die Reihe und so. In dem Ei drin, da ist ja wirklich ein kleiner Drache und der ist am Anfang noch so ganz winzig. Und wenn der dann, der schläft meistens und wenn er dann aufwacht, dann streckt er sich immer so. Und dann macht er seinen Frühsport. Und in Dracheneiern, da ist auch was ganz Gutes, damit es dem Drachenkind nicht so langweilig wird, gibt es da immer so einen kleinen Kiosk, da kann man sich was kaufen. Also so zum Beispiel Bananen oder MP3-Player oder solche Sachen und kann man da kaufen. Und also wie der Kiosk in das Ei gekommen ist oder wie der kleine Drache das bezahlt, das könnt ihr dann eure Eltern nachher fragen, die können euch da sicher was zu sagen. Ach, die Lesungen sind so ein bisschen, ja, wenn man es jetzt bildlich sagen will, Salz in der Suppe. Ne? Also ich weiß noch, am Anfang dachte ich, oh, ich schreibe ein Buch. Okay, ich male die Bilder dazu. Und dann ist aber auch gut. Gefällt euch die Geschichte? Und wenn ich dann aber da stehe vor den Kindern, dann weiß ich immer, warum ich es mache. Das macht dann Spaß. Es ist inzwischen, 20 Jahre nach der ersten Geschichte, eine ganze dreidimensionale Markenwelt entstanden. Wir haben also die Hörbuchwelt, wir haben die Buchwelt, wir haben aber auch Merchandising, wir haben inzwischen zwei Kinofilme, wir haben eine TV-Serie, wir haben eine eigene Kokosnuss-Webpräsenz, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben eine Kokosnuss-App, wir haben Theaterspiele, wir haben ein eigenes Kokosnuss-Musical. Und das ist insgesamt schon spektakulär. Meine Jungs zu Hause sind schon ganz aufgeregt, als ich ihnen erzählt habe, der Drache Kokosnuss kommt, sind sie ausgeflippt. Eine tolle Geschichte über Freundschaft. Die erleben ein Abenteuer, in dem man eigentlich lernt, keine Vorurteile zu haben, sondern dass man zusammen viel mehr erreichen kann. Irgendwann begann es ja mit den Verfilmungen und da hatte der Produzent mich gefragt, sag mal, wie sieht eigentlich dein kleiner Drache von vorne aus? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, denn bis dahin hatte ich Kokosnuss noch nie von vorne gezeichnet, sondern immer nur von der Seite. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und ein befreundeter Zeichner, der hat mir auch ein bisschen geholfen, wie ich den darstellen könnte, wie er von vorne aussieht. An dieser Stelle sagen die Kinder immer, das wird ein Frosch. Ich sage, ja, kann sein, aber... Es ist ja ein Wesen, das in den Geschichten aus dem Ei steigt, also aus dem Ei schlüpft. Und Tiere, die aus Eiern schlüpfen, haben meines Wissens weder einen Bauchnabel noch kleine Brustwarzen. Aber ohne Bauchnabel und Brustwarzen sieht es so ein bisschen öde aus. Deshalb mache ich die Punkte immer dazu und erkläre den Kindern, wenn ich den so zeichne, auch, dass es eigentlich Quatsch ist.
Also der Blick aufs Hörbuch ist eher oder sehr positiv. Ich bin ganz froh, dass es jemand macht, der das super macht, der auch ein netter Typ ist. Irgendwie passt das passt alles gut zusammen. Also da bin ich schon sehr froh drum. Ja, die Stimme vom Kokosnuss, die habe ich entwickelt. Ich habe ja am Anfang nur den Kokosnuss gesprochen in diesen Hörspielen und habe mich davon im Bild inspirieren lassen. Und dann sieht man so einen kleinen, knubbeligen, süßen Drachen, der in die Schule kommt, der ein bisschen Angst hat, ein bisschen unsicher ist, aber auch staunt, weil ganz viel Neues passiert. Ja, und dann, ne, dann kommt irgendwie so eine Stimme dann auch wie von alleine so. Oh, ist das toll und so. Und irgendwann hat mir der Ingo Siegner eine Rückmeldung gegeben und das fand ich super. Der hat gesagt, ja, weißt du, wenn er immer mit den ganzen Erwachsenen da kommuniziert und mit den Gefahren da zu tun hat, das wäre doch besser auch für die Kinder, wenn die da so jemanden wissen als Vorbild, dass er einfach ein bisschen frecher und mutiger ins Leben geht. Ja, und dann ist er eben auch ein bisschen frecher geworden, so ein bisschen tougher, ne? Und ja, hat auch ganz viel Spaß. Und was ich auch mitkriege, dass dann manchmal betont er das ganz anders, als ich es eigentlich im Kopf hatte. Ja? Muss aber sagen, dass, wie er es betont, manches. Also das meiste macht er, betont er genauso, wie ich es auch im Kopf hatte. Aber manches auch anders. Und dann wundere ich mich immer, ach, wie kann man, und dann denke ich immer, ja genau, das kann man genau so betonen, wie er das macht. So kann man es auch verstehen. Ja, nebenher schreibe ich auch Tagebuch und da spielen meine Bücher natürlich auch immer mal eine Rolle. Zum Teil war es ja ein harter Ritt. Ja, hier ist zum Beispiel ein Motiv, da habe ich versucht zu beschreiben, wie ich mich entspanne. Ich bin auf eine Nordseeinsel gefahren und dachte mir, oh, du hast jetzt so viel geackert, jetzt musst du dich mal entspannen. Und da habe ich gedacht, einen Tag spaziere ich jetzt mal am Meer entlang und lasse ein bisschen die Seele baumeln und hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich bin also in einem Wahnsinnstempo über diesen Strand gerannt und da sind dann eben solche Zeichnungen hier entstanden, wie ich dann auch, da versuche ich eben auch zeichnerisch umzusetzen, wie sieht das aus, wenn ich schnell gehe am Strand. Dass mir der Erfolg zu Kopf steigt und ich jetzt hier sitze, oh, ich bin hier der Größte, also ehrlich gesagt, so sowas gibt es gar nicht. Jeder macht sein Ding und ich finde es immer klasse, wenn jemand etwas gefunden hat, was er gerne macht und was er einigermaßen kann. Und ja, mehr, was soll ich mehr wollen? Also ist so schön. Ne? Ja, dem kleinen Drachen Kokosnuss wünsche ich, dass sein Schöpfer noch 20 Jahre lang so tolle, fantasievolle Ideen hat. Und weiter so tolle Geschichten, weil wir leben nämlich so gerne in deinen Geschichten. Ja. Wir lieben am liebsten in deinen Geschichten, lieber Ingo. Für die nächsten 20 Jahre auf der Dracheninsel wünsche ich Kokosnuss weiterhin die unverbrüchliche Freundschaft der Kinderjahrgänge, die jetzt kommen, und ihm selber ordentlich Abenteuerwind unter seinen Flügelchen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier doch unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken, damit du kein Video vom kleinen Drachen Kokosnuss verpasst.